So, wie sieht's denn jetzt aus? Ah, guck mal, jetzt haben wir nämlich auch ein paar Hinweise. Guck mal, den hätte ich nämlich richtig hart übersehen. Ja, den dritten habe ich jetzt nämlich gefunden. Ich gehe gleich nochmal nach unten. Okay. Geht's hier noch einiger? Okay, nee, dir geht's nicht mehr gut. Tut mir leid, war ich zu spät. So, genau, da gehe ich jetzt erstmal noch nicht lang, sondern wir gehen nochmal runter. Das war jetzt ja eigentlich, ja, Zufall, dass ich jetzt hier lang gegangen bin eigentlich. Kommen wir da durch? Oh, nice. Hier noch was. Und nochmal ein Enigma gedönst. Ah, das war das zweite. Perfekt. Ich will trotzdem nach unten gehen nochmal. Ich weiß halt nicht, wo ich lang muss. Das ist das Problem. So, da sind auf jeden Fall Leute noch am Start. Ich hätte hier gerne von Alien den Bewegungssensor. Das wäre eigentlich ganz nice. Hup, hup, hup. Ist hier denn nix? Lächerlich. Das habe ich gerade gehört. Ach so, hier ist, wollte gerade sagen, hier ist der Bereich, wo wir reingekommen sind, ne, ursprünglich. Ah, okay, da bin ich doch gar nicht so weit gekommen. Ich wusste ja nicht, was passiert ist, seitdem der Messer mich einmal umgehauen hat. Und als ich wieder aufgewacht bin. Ja, okay, gut, dann können wir doch mit gutem Gewissen weitergehen. Sowas mag ich, sowas mag ich. So. Fresser, Fresser! Einfach sterben? Dankeschön. So viel Energie verloren habe ich jetzt auch nicht. War nicht so schlimm. Wie mache ich das nochmal? Oh, geil. Oder auch nicht. Egal, wir nehmen trotzdem einfach mal beide. Einfach, weil wir es können und weil es geiler aussieht. So. Okay, müssen wir einmal komplett rum. Jetzt so langsam vorsichtig vielleicht wieder. Genau. Hier sind wir stehen geblieben mit unserer Untersuchung. Das muss es sein. Die Steuer. Ach, hier die Kontrollkonsole. Ja, ich gehe da sofort rein. Wo ist die denn so eingekleidet, die Tür? Ja, ist gut, ist gut. Ich mache erstmal die Sicherheitssysteme aus. Hast gewonnen. Kein Problem. Was ist das? Nochmal ein Codefragment, mein Gott. Wie viel gibt es denn hier? Okay, da gibt es auf jeden Fall mit Abstand am meisten von. Hundefutter. Oh, nochmal Panzerung. Und was ist das? Kroatisches Luxushotel auf dem ersten Platz. Zagreb, 7. November 1960. Haben Sie Lust auf einen entspannenden Urlaub? Dann dürfte die Perle des Mittelmeers, das beste Luxushotel Kroatiens, einen Blick wert sein. Die Anlage wurde in der letzten Ausgabe des beliebten Magazins Reisen zum besten Urlaubsziel der Welt gekürt. Die Perle des Mittelmeers befindet sich in der wunderschönen Stadt Robatsch, wie auch immer, direkt an der strahlend blauen Adria, in einem Gebiet, das berühmt ist für seine weißen Steinstrände. Steinstrände, mein Gott. Okay. Soll es als Lockmittel dienen, damit wir hier sind? Irgendwie so? Ich wollte gerade sagen, die Messer sollte ich vielleicht vorher wegpacken, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so unclever. So. Wo ist er? Wo ist er denn? Ah, okay. Ach, da an der Wandschilze. Manchmal muss man auf andere Weise Widerstand leisten als mit Gewalt. Die kleinste Veränderung der chemischen Zusammensetzung destabilisiert das Gemisch. Die Struktur erodiert, sie schimmelt. Ah, Sicherheitssysteme? Erledigt. Wow, Riese. Wie heißen Sie eigentlich, Junge? Blaskovic. Blaskovic, ja, Blaskovic. Also, die Sicherheitssysteme sind ausgeschaltet. Sie können dieses Tor passieren und zurück durch die Fabrik und das blaue Tor zu Block 6 gehen, wo das Kommandogebäude liegt. Schleichen Sie rein und holen Sie die detronische Batterie. Bitte beeilen Sie sich, bevor jemand merkt, was Sie getan haben. Ich wünsche Ihnen Glück. Was meinen Sie?
Viel Glück. Was war das jetzt für eine dumme Frage? Was meinen sie? Für die elektronische Batterie. Jo. Okay, ja, da erwartet uns noch ein bisschen was. Okay. Muss ja nicht verkehrt sein. So. Vorsichtig. Können wir trotzdem gediegen hier erstmal durchsteigen. Da. Okay, gediegen, so viel zum Thema. Der Beginn von dem Block ist auf jeden Fall sehr ruhig erstmal, ne? Ich hätte eigentlich erwartet, dass dann gerade an den Eingangsbereichen immer irgendwelche Wachposten noch sind. Weil es kann ja auch mal sein, dass Kameras aussetzen oder irgendwie eine Fehlfunktion haben oder sonst irgendwas. Ja, okay, gehen wir erstmal doch mal. Okay, da können wir nicht gar nicht weiter. Ich bin sehr laut! Ich wollte gerade sagen, es wird doch wieder mega laut sein. Das sind wir, das Kommandogebäude. Top, total, da, mit einem Wachturm. Okay. Würde ich mich nur sehr ungern von sehen lassen. Bin ich ehrlich. Wie sieht's denn hier aus? Gehen wir erstmal hier hoch, würde ich sagen. Okay, ich habe jetzt gerade schon gedacht, wie soll ich denn daran vorbeikommen? Aber das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Schon mal reinlugen? Nee, da ist nichts. Will ich da schon rein? Ich bin mir ja nicht sicher, ne? Ich will da noch gar nicht rein. Gehen wir später nochmal zurück. Ich will mich erstmal hier so ein bisschen nochmal umschauen. Bäh. Ah, jetzt komme ich da nicht durch. Ich halte es nicht aus. So, weil der Bereich ist hier gar nicht so klein. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier irgendwo... Ja gut, Energie brauche ich jetzt tatsächlich eigentlich eher weniger. Aber was ich kriege... Ne, oder was ich haben kann, das nehme ich natürlich. Au. Bäh. Alter. So. Aha. Hallo. Die Batterie muss hier irgendwo sein. Was haben wir denn hier? Ja, das wollte ich jetzt eigentlich weniger haben. Vielmehr hätte mich eigentlich interessiert, was hier sonst noch ist. Ah! Ah, haha. Das Einzige, was ich nur nicht haben will, ist, dass es keinen Weg mehr zurück mehr gibt. Entschuldigung. Okay, machen wir es nochmal. Hups. Wenn ich da durchfallen? Sollen wir es tun? Ja, sind wir wieder bei C1, ist doch eigentlich ist alles Kacke. Ja, ja, komm. Interessiert mich nicht. Da ist nix. Da ist nix, ja, okay. Also mehr als das, was wir jetzt hier... Wir haben zwei Möglichkeiten, hier reinzukommen. Ich glaube, ich nehme den Weg. Weil da müssen wir uns ein bisschen mehr drum bemühen. Wir mussten zumindest hier die Überbrückung vornehmen. Wem hier jetzt? Was habe ich getan? Heiliger Bibam! Okay, die haben mich gesehen. Also der Nahkampf ist hier irgendwie so ein bisschen... Weiß ich nicht, ne? Der gefällt mir nicht. So. Lächerlich, okay. Finde ich geil. Hey, schlag dir die Fresse ein! Wo? Ah, hier. Solange kein Kommandant hier am Start ist, ist mir vollkommen egal. So, Nummer 1. Nummer 2. Okay, machen wir es einfach so. Alter, der zieht ganz viel Energie ab.
Und nochmal! Drauf! So, zack, fertig. Wie ist das? Nochmal Energie. Energy-Riegel oder irgendwie sowas bestimmt gewesen. So, was haben wir denn hier Schönes? Wo sind wir überhaupt? Okay. Hallöchen! Sammelbares? Ist schon wieder ein übersehen irgendwo. Verfluchte Tat. Okay, Mörder, du heute hingerichtet. Okay, das ist die Hinrichtung. Vorher war die Festnahme. Berlin, 7. November 1960. Die Fernsehübertragung der Hinrichtung des abweichlerischen Mörderduos ließ die versammelten Menschenmengen auf den Straßen und Plätzen der Stadt lachen und jubeln. Alter Vater. Seit ich weiß, dass diese beiden Bestien besiegt sind, fühle ich mich viel sicherer, sagte einer der Zuschauer. Ein Freund eines Freundes wurde von diesen Mistkerlen umgebracht, schrie ein anderer. Dies sollte andere Abweichler lehren, dass die Justiz sie schließlich alle finden wird. Wo bist du was? Achso, das ist gar kein Schachbrett, ist einfach nur ein Tisch. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja. WC. Das ist einfach so deutsch dahingeschrieben wurde, gefällt mir. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich nochmal zurück soll. Also ihr wisst genau warum, natürlich. Aber auf der anderen Seite sind eigentlich wahrscheinlich vollkommen egal. Ah, guck mal, sind wir hier auf der anderen Seite. Das ist natürlich wiederum interessant. Oh, und wir haben Fettpanzerung gefunden, geil. Weil, nee, an sich, wenn ich über das Gerüst gehe, bin ich eigentlich nur eine Etage höher, ne? Was anderes ist es ja im Grunde genommen nicht. Oder gehen wir runter? Wir gehen erstmal runter, komm. Ist jetzt Alarm? Oh, goldene Büste. Oder was war es jetzt für ein Geräusch? Okay, ich hätte das Überwältigen der Hunde gar nicht fahren müssen, so wie es aussieht. Hier ist nichts. Nein, psch. So, nur deine Fantasie. So. Weg mit euch allen. Aber sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt, das Schätzchen haben wir gefunden. Sehr geil. Oh, Hundefutter nehmen wir natürlich mit. Und gibt das Hundefutter nicht normalerweise 5 Gesundheit? Warum hat das jetzt nur 4 hergegeben? Ist ja egal, aber da dürfen wir nicht raus. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Ah, jetzt sind wir da unten. Ah, und da haben wir nochmal einen Enigma-Code. Nochmal einer, der fehlt. Aber hier ist sie. Ach, okay, doch, wir haben 4 Schätze, nicht nur einen Schatz, den wir hier finden dürfen. Hier gibt es bestimmt einen Schalter. Da ist doch ein Geheimgang hinter. So stolz auf sich. Ich nicht. Also wir erkunden auf jeden Fall gleich noch den oberen Bereich, definitiv. Wer zur Hölle bist? Blaskovic! Stirb einfach. Weg mit dir. Weg mit die Fijos. Kaputtes Auto. Ist in Ordnung. Ach, so werfe ich natürlich mit R3. Entschuldigung, ja, ich habe wieder... Weil ich habe zu Beginn der Aufnahme eher im Unterschlupf gedacht, hör, wie werfe ich denn die Messe? Aber es ist R3. Ja, klar, natürlich. So dumm. Tesla funken! Hallo, Hauptstadtmädels. Oh, da ist auch nix. Ein Saboteur! Doch woher kenne ich den bloß? Nee. Ich will es eigentlich nicht machen, um ehrlich zu sein, weil ich will mich oben nochmal umgucken. Der bringt mich irgendwo hin, wo ich nicht hin möchte. Entschuldigung, ich muss es nochmal neu laden. Nein! Ich hab's jetzt auch noch einfach übersprungen. Wie kacke ist das denn?